Dieses Video gibt einen Überblick über die besten SQL Online Editor. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt ganz viel Spaß beim Ansehen des Videos. Den ersten SQL Editor, den wir uns ansehen, kommt von der Webseite W3 Schools. Dieses Portal bietet auch neben dieser Funktion auch noch viele Nachschlagewerke und Dokumentationen zur Sprache SQL mit Beispielen. Ich bin nun auf diese SQL Editor Seite von W3 Schools gegangen und sehe im oberen Bereich den Eingabebereich des SQL Statements, wie hier in diesem Beispiel bereits vorgegeben, und kann dann diese Abfrage über den Button Run SQL ausführen. Dazu erhalte ich das Ergebnis im unteren Bereich. Rechts werden die unterschiedlichen Datenbanken mit den dazugehörigen Datensätze angezeigt. Darüber hinaus bietet es auch Sichten, sozusagen Views. Mit einem Klick auf die einzelne Tabelle erhalte ich bereits das vorgefertigte SQL Statement und den Tabelleninhalt. Soweit so gut. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass ich mir nicht sicher bin, welche Version des SQLs hier angewendet ist, ob es T-SQL ist oder PostgreSQL. Ist ganz unterschiedlich. Dazu fehlt mir die Information. Darüber hinaus gibt es auch, soweit mir bekannt, keine Möglichkeit, eine Stored Procedure anzulegen. Aber für ein einfaches Testen von SQL-Abfragen eignet sich diese Seite sehr, sehr gut. Sehen wir uns nun den zweiten SQL Editor online an. Dieser wird von der SQLite Online bereitgestellt. Auch diesen sehen wir uns nun unter der Lupe näher an. Ich habe mich nun auf den SQLite Online Editor verbunden und auf den ersten Blick ist es sehr ähnlich wie bei W3 Schools. Aber mit dem großen Unterschied, dass ich viel mehr Möglichkeiten hier geboten bekomme. Zum einen ist es die unterschiedlichen SQL Server Versionen, unter anderem auch der MS SQL Server von Microsoft, aber auch PostgreSQL oder SQLite. Als nächstes gibt es auch die Möglichkeit, mir Dateien zu importieren, exportieren oder auch zu teilen. Auch besitze ich hier die Möglichkeit, diese zu speichern. Der Aufbau ist sonst sehr ähnlich. Ich kann mich mit einem Klick auf die entsprechende Datenbank verbinden und sehe eine Beispieltabelle jeweils mit der dazugehörigen Felder dieser Spalte, dieser Tabelle. Auch hier gefällt mir eigentlich das Menü sehr, sehr gut und bevorzuge es gegenüber den W3 Schools aufgrund der Funktionsmöglichkeiten. Auch hier habe ich die Möglichkeit, mit einem Rechtsklick mir die Tabelle anzusehen oder auch Datensätze einzufügen, welches im W3 Schools so nicht möglich ist. Sehen wir uns nun die Nummer 3 an. Dieser SQL Editor wird von SQL Fiddle bereitgestellt. Sehen wir uns das nun auch im Detail an. Nun habe ich mich mit dem SQL Fiddle verbunden und sehe eine andere Form von SQL Editor. Der Unterschied liegt darin. Grundsätzlich muss ich im linken Bereich hier, auch Schema Panel genannt, muss ich
die einzelnen Tabellen anlegen und erstellen, um diese dann hier im rechten Menü auszuführen und abzufragen. Es werden hier im Gegensatz zu den bisherigen beiden SQL-Editoren keine vorgefertigten Tabellen oder Datenbanken bereitgestellt. Jedoch habe ich die Möglichkeit, auch hier unterschiedliche SQL-Server-Versionen durchzutesten. Mein persönliches Fazit ist, der SQL-Editor von SQLite Online, da diese die meisten Funktionen für das tägliche Arbeiten bzw. für das Testen von SQL-Abfragen sich sehr, sehr gut eignet. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir bitte einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.